und damit herzlich willkommen beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä. Und heute möchte ich gerne mit euch über eine weitere vielversprechende Farmmethode sprechen. Heute sprechen wir über den Azuna Farm, der gerade in letzter Zeit verstärkt durch englischsprachige YouTube-Guides an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Der Farm selbst befindet sich in Azuna, ganz am südlichsten Punkt auf der Insel der Wächterinnen. Es ist ein sogenannter Instant Respawn Farm Spot. Bedeutet, dass ihr dort Gegner tötet und an einer anderen Stelle sofort wieder welche neu spawnen lasst. Bei diesen Farms ist es grundsätzlich so, dass je kleiner das zu überwachende Gebiet ist, desto besser natürlich für das Gold, was wir im Endeffekt nach unserer Farmzeit herausbekommen. Für diesen Farm solltet ihr jedoch einen Kirschner bzw. einen Lederer besitzen, denn erst dann wird das Ganze richtig lukrativ. Der Grundgedanke ist der, ihr jagt Dämonenhunde, die an drei gewissen Punkten jeweils immer und immer wieder spawnen, kirschnert diese und stellt aus dem Leder, das ihr dort bekommt, mit Hilfe eurer Lederverarbeitung bestimmte Items her. Ich habe mit diesem Farm mehrere verschiedene Testläufe gemacht. Punkt A, komplett alleine, indem ich den Spot einfach mit nur einem Char komplett solo für mich gefarmt habe. Das war in Ordnung, mal was anderes, relativ vielversprechend, aber es geht natürlich noch besser. Ich habe das dort eine Stunde komplett alleine gemacht und bin im Endeffekt mit dem gekirschneten Leder, den hergestellten Items und dem Trash-Loot, den ich dort bekommen habe, auf insgesamt 10.834 Gold gekommen. Da man aber alleine nicht mal ansatzweise diese Kill-Performance hat, die man als Gruppe hat, habe ich mir nochmal Gildis dazu geladen und wir haben den Spot insgesamt zu dritt gefarmt. Die Ergebnisse, die wir dort bekommen haben, waren deutlich höher. In der Gruppe haben wir insgesamt ebenfalls eine Stunde gefarmt. Während ich bei meinem Solo-Farm in dieser 1 Stunde insgesamt nur 3.694 Leder kirschnern konnte, habe ich es bei dem Gruppenfarm insgesamt auf 7.417 geschafft. Auch das Gold, was wir bei dem eigentlichen Farm bekommen haben, war gar nicht mal so wenig, denn dort droppt zwar kein Rohgold von den Gegnern direkt, jedoch lassen diese Dämonenhunde graue Items fallen, die einen relativ hohen MSV haben. An Rohgold an sich habe ich im Gruppenfarm aus dieser ganzen Geschichte 7.156 Gold bekommen. Nachdem ich das Steinbalkleder, das ich dort gekirschnert habe, jedoch in die Kriegsbalkhosen umgewandelt habe und diese beim Händler verkauft habe, habe ich in dieser 1 Stunde insgesamt 26.696 Gold und 8 Silber bekommen. Ein sehr vielversprechender Farmspot. Jedoch haben wir, wie auch schon erwähnt, gerade letzten Samstag noch einmal im Stream darüber gesprochen und ich habe mich, was diesen Farm betrifft, lediglich an die Vorgabe aus den englischsprachigen YouTube-Guides gehalten und halt eben die Kriegsbalkhosen hergestellt. Da wir aber eine sehr, sehr aktive Goldfarmer-Community im Discord haben, die sich das Ganze natürlich auch einmal angesehen hat, haben sie mich natürlich darauf hingewiesen, dass es lukrativer ist, andere Items herzustellen. Der Kriegsbalk-Schulterschutz verbraucht teilweise sogar noch weniger Leder, hat natürlich dann in diesem Sinne nicht so diesen hohen Merchant-Sell-Value wie die Hosen an sich. Jedoch mit Hilfe der Procs und der Tatsache halt eben, dass man weniger Leder braucht, ist es lukrativer, die Schultern herzustellen und diese beim Händler zu verkaufen. Auf jeden Fall eine Tatsache, die ich bei meinen nächsten Farms dort, wenn ich mal wieder einen Spot bekommen sollte, definitiv umrechnen will. In Kurzform, der Spot ist super, um ihn zu farmen. Ne? Selbst wenn ihr dort quasi ankommt und schon andere Gruppen fortfindet. Die Kill-Performance an diesem Spot ist so extrem hoch, ein Spieler kommt mit den Kirschnern nicht hinterher. Wenn ihr die Möglichkeit habt, fragt nach einem Gruppeninvite oder sucht euch selbst Leute auf einem relativ leeren Server und kirschnert, was das Zeug hält. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielversprechender Spot und ich würde empfehlen, ihn noch zu nutzen, solange er noch da ist. Denn wenn ich ehrlich bin, für mich persönlich habe ich ihn im Hintergrund schon ein klein wenig mit dem Kielenfarm verglichen, den der ein oder andere vielleicht noch von vor ein paar Monaten kennt und der für einiges an Aufsehen in der Goldfarmer-Community gesorgt hat. Deswegen sage ich ganz ehrlich, nehmt den Spot mit, solange ihr noch könnt. So viel also diese Woche von mir. Ich persönlich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.